So, ich habe von Christina den Zettel bekommen, euch kurz einzuführen. Ich bin überhaupt nicht im Thema drin, also ich verlasse mich total auf euch und einen guten Beitrag. Ich habe euch vorzustellen Klaus Riehle. Ich sage nur mal ein paar Stichworte, die ich mir unterschrieben habe. Physiker, Verfahrenstechniker, systemischer Berater, Start-up vor 2 Jahren, Sensorhersteller, also für Sensorherstellung für Umwelt, Meteorologie und Sicherheit, 18 Jahre Bayer, also nicht das Land, sondern das Unternehmen, Organisations- und Managemententwicklung. Okay, soweit, stimmt, du musst sofort widersprechen. Thomas Steckenreiter, angestrichen habe ich mir physikalische Chemie, Fokus Automatisierung und Digitalisierung, Managementfunktion, 5 Jahre Vorstand der NAMUR, Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik Prozessindustrie, wo ihr beide wohl euch auch kennengelernt habt. Und heute CTO der Samsun AG. Samson. Oh, das ist mir falsch hier übergeben worden. So geht das auch nicht. Ich habe schon das G hinten bewusst weggelassen, habe schon trainiert vorhin. Augenmerk liegt auf Digitalisierung des Unternehmens. Und last not least habe ich hier Thomas Pötter. Thorsten Pötter. Ach, das ist natürlich, ich weiß auch nicht. Die Betriebstemperatur ist bei mir. Ihr seid ja Verfahrenstechniker, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ausgebildeter Chemiker, Head of Manufacturing IT bei Bayer. Jetzt werden Beziehungen deutlich. Leiter des Arbeitskreises Enabling Industry 4.0. Fragen, Chancen, Herausforderungen und Grenzen der Automatisierung. Mitglied unterschiedlicher wissenschaftlicher Beiräte wie Arbeiten 4.0. Ja, und das war's zu euren Personen. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ihr habt einen Dialog angekündigt untereinander. Zum dritten Dialog. Also ein Trialog, wenn ich es genau nehme. Und ihr fangt jetzt einfach mal an. Wenn ich was helfen kann und das Publikum irgendwie aktivieren mach's soll kälter. Oder sonst was. Mach's kälter. Mach's kälter. Das sagt mir ein Verfahrenstechniker, es ist unglaublich. Hier, viel Freude. Dankeschön, danke. Vielen Dank, Stefan, für die freundliche Einführung. Ist offensichtlich ein heißes Thema, Digitalisierung, sonst kämen wir nicht so ins Schwitzen. Ein analoges Willkommen zu diesem Thema von uns. Ihr seht hier, Thema ist, wie halten wir es und die Organisation mit der Digitalisierung und der Intelligenz. Wir haben uns den Namen gegeben, Neanderdigits. Hintergrund, vielleicht eine kleine Story dazu. Natürlich kennen wir uns, was heißt natürlich, wir kennen uns aus einer gemeinsamen Zeit bei Bayer und sind aber jetzt vor 1,5 Jahren in einem anderen Kontext wieder in Berührung gekommen und der ist nämlich Digitalisierung. Und da gab es solche interessante Diskussionen und Gespräche, dass wir uns seither regelmäßig treffen und da kam dann im Grunde auch diese Metapher auf, er ist jetzt um eins zu weit gesprungen, das wollte ich ja gar nicht, nämlich links sind die Affen und rechts sind die Bots. Und ob wir nicht eine aussterbende Spezies sind, es gibt ja keinen Garant dafür, dass wir als Menschen überleben. Also meine Dinosaurier sind auch nicht mehr da. Und vor diesem Spannungsfeld treffen wir uns eben. Und wenn du jetzt kann ich weitermachen. Was uns trennt, sind heute Organisationen, weil Thomas ist immer Familienunternehmen, mittelständisch, ich sage mal rund 5.000 Mitarbeiter. Thorsten ist noch in einem ganz großen Unternehmen, nämlich Bayer Konzern und ich bin Nebenberater seit 2 Jahren im Startup mit 3 bis 5 FTEs. Also die ganze Bandbreite ist vertreten und es verbindet uns tatsächlich thematisch Digitalisierung von unseren Erfahrungshintergründen, Prozesstechnologie und Operational Excellence. Also das ganze Thema Prozessoptimierung verbindet uns. Man kann sagen, du hast es gesagt, wir sind alle volljährig in Sachen Organisationserfahrung, weil jeder von uns ist 18 oder mehr Jahre in Großunternehmen unterwegs beruflich. Und groß heißt jetzt groß gegen 1000 Mann, also sehr viel mehr als 1000 Mann. Und deshalb möchten wir heute
in einem Art Trialog. Wir haben das natürlich schon ein bisschen aufgeteilt. Unsere Aspekte über Digitalisierung vorstellen. Im zweiten Teil, was bedeutet es für Unternehmen, auch für unsere Unternehmen? Und wie halten wir es? Wir ist immer natürlich unsere eigene Sicht, aber auch die Unternehmenssicht mit dem Thema Intelligenz und werden dann mit ein paar Statements abschließen. Wir sind uns nicht immer alle einig, also das muss man auch sagen. Aspekte von Digitalisierung, da übergebe ich jetzt an den Thorsten. Da ist eine Folie mit ganz vielen Begriffen und Schlagworten, die euch wahrscheinlich alle schon mal begegnet sind und wir könnten zu jedem da etwas sagen. Nicht wahr, Thorsten? Genau, wir könnten was sagen, aber ich habe auch nicht vor, eigentlich auf jedes einzugehen, sondern soll einfach zeigen, da gibt es ganz viele Begriffe, die unterwegs sind. Und wie wir ja gesagt haben, wir kommen aus dem Umfeld der Prozessindustrie. Deswegen erstmal ein Bild, um so ein bisschen zu erläutern, wenn wir Digitalisierung machen und in die Industrie reingucken. Automatisierung und Digitalisierung machen wir schon seit 1980 spätestens, würde ich sagen, die unterwegs ist. Und das ist so eine Struktur, die sich da ausgeprägt hat, um das zu zeigen. Wenn man das also anpackt, dann starten wir oben mit dem berühmten Enterprise-Ressourcen- und Prozesssystemen, bei vielen Unternehmen SAP, wenn da drin steht. Damit steuert man dann so gerne die Unternehmung. Da macht man Vorhersagen, wie viel man einnehmen möchte, welcher Prozess im Prinzip, welche Produkte gemacht werden sollen, wo vielleicht welche Mengen produziert werden sollen. Große Unternehmen haben dann ja viele Produktionsstätten. An den einzelnen Produktionsstätten muss dann wieder gesteuert werden. Naja, wenn wir das machen sollen, wie sieht das eigentlich im Einzelnen aus? Dann sind wir so auf der Ebene der Manufacturing Execution Systeme. Die übernehmen dann so ein bisschen die Materialflusskontrolle, die Qualitätskontrolle, Kontrollthemen, die da unterwegs sind und schließlich und endlich, wenn das dann da ist und weiter zu produzieren, dann muss man das ein bisschen weiter runterbringen. Bild, was ich immer ganz gerne sage, stellen Sie sich vor, wir haben eine Küche an dem und dann müssen wir im Prinzip wirklich kochen. Ja, wir müssen an den Herd gehen, wir müssen die Dinge dann im Prinzip vorbereiten, auch in der richtigen Reihenfolge und auch da gibt es dann wieder ein System, was uns hilft. Das ist so die Ebene, die hier angedeutet ist, mit den DCS-Systemen unterwegs ist. Da werden dann so die verschiedenen Bereiche im Sinne der Vorbereitung und der Steuerung, die Herdplatte hinten und vorne. Naja, und wenn man dann noch ein Stückchen weitergeht, dann muss man ja auch die einzelnen Elemente regulieren. Die eine Platte soll vielleicht kleine Temperatur haben, die andere mehr. Wenn wir bei uns in der Produktion sind, heißt das natürlich, wir müssen das Material haben, wir müssen die Rohstoffe ranbringen, wir müssen es wirklich an den Herd bringen, rühren und all diese Dinge. So sieht's aus und deswegen sagen ja auch die Chemiker gerne, wenn sie irgendwas machen, wir kochen. Wir bringen diese Sachen und heute produzieren wir eigentlich immer noch sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, wenn ich das einfügen darf, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich in einem produzierenden Unternehmen über Digitalisierung spreche oder in einem Dienstleisterunternehmen. Das macht einen riesen Unterschied. So, von da aus mal ist unsere Aussage, ich hatte versucht, so ein bisschen hinzuführen, wir sind bereits mitten in der Revolution, der digitalen Revolution und das hat mehr oder weniger Auswirkungen, wie wir es kennen, auf Organisationen und Gesellschaften, vor allem, wie sieht es denn eigentlich dann aus für die Unternehmung, was kommt da auf uns zu? Was hier wir versuchen dargestellt ist, zu sagen, was war denn das irgendwo mit der berühmten Garagenfirma, wo viele Kleine mal angefangen haben, wo wir gesagt haben, alle Funktionen, die wir benötigen, sind in dieser Garage drin. Und die Funktionen sind hier einfach mal so symbolisiert durch ein paar verschiedene Farben. Also das könnte jetzt zum Beispiel die Meto sein. 5 FTEs, das sind jetzt 6. Ne? Zum Beispiel. So, und wenn man dann sagt, okay, jetzt wollen wir wachsen, weil wir haben was Schönes gefunden, was mehr produziert werden soll. Dann könnte man hingehen, wir brauchen noch eine Garage und machen dasselbe nochmal. Das würden vielleicht einige Modularisierung nennen heute. Was wir üblicherweise gemacht haben, ist zu sagen, naja, was sind denn die Funktionen, die da drin sind, die wir dann nicht mehr in jedem einzelnen Produktionsbereich brauchen, in jeder Garage, sondern die übergeordnet unterwegs ist. Da haben wir schon mal ein paar rausgenommen. Das könnte jetzt anfangen, ein kleines mittelständisches Unternehmen zu werden. Ja, und dann fangen wir an, ganz verschiedene Dinge zu produzieren, die unterwegs sind. Und dann sitzen wir da, dass wir dann wieder Elemente identifiziert haben, Funktionen, die wir dann nach oben bringen. Nach dem schönen Vorrede, die wir hatten, wäre jetzt zum Beispiel HR eine Funktion, die man ganz oben ansehen würde, weil wir ja überall Leute brauchen, die eingesetzt werden müssen.
So, mit diesem Gedanken, wenn man das dann muss man sich natürlich fragen, was bedeutet das, wenn ich dann in Richtung autonom, intelligent und vernetzt bin. Um das nochmal abzuholen, so sieht es in den meisten Unternehmungen eigentlich aus. Ja, es ist ein sehr hierarchischer Aufbau, der unterwegs ist. Das hatte ich schon erwähnt, das gibt die Unternehmensgröße wieder. Und jetzt kommt mit einmal das, was wir Digitalisierung an vielen Stellen heutzutage hören. Und dann ist dieses Thema autonom, intelligent und vernetzt. Und was bedeutet das? Einmal muss man sich sicherlich sagen, was bedeutet das in Richtung der Definition der künstlichen Intelligenz? Da wird auch noch was zu kommen. Und das Thema Agilität, weil große hierarchische Organisationen sind nett, solange sie auf Economy sind und immer das Gleiche produzieren sollen, aber heute kommt immer mehr die Anforderung, sehr unterschiedliche Dinge zu machen, dann sind die ein bisschen langsam in der Adaption an die Anfragen des Kunden und des Marktes. Gehen wir also zurück auf unsere Units, die da sind und die sind jetzt im Prinzip so angeordnet, es sind kleinere Units, autonome, intelligente, vernetzte kleine Units. Und wir haben im Prinzip ein Skalierungsthema, in dem wir sagen, ja, da sind ganz viele, die in sich agiler sind. Und jetzt gibt es im Prinzip eine neue Zielfunktion, eine Vorgabe, was gemacht werden soll. Eine Mengenanfrage, vielleicht auch ein neues Produkt schnell zu generieren. Was passiert ist in der Beschreibung, wird hier so ein bisschen symbolisiert. Es gibt schon eine Ausrichtung der Units auf dieses Thema. Die gruppieren sich, um dieses Thema zu lösen. Das kann also ein besonderer Auftrag sein, der reingekommen ist, der schnell gelöst werden muss. Und versetzen sich auf die Art und Weise, um ganz schnell an die neue Anforderung reinzugehen. Auch sowas findet man heute an vielen Stellen sogar technisch schon umgesetzt. Das nennt man Plug and Produce, wir kennen das von unseren Rechnern vielleicht. Ähnliche Ansätze gibt es inzwischen auch schon in der Produktion. Und so versuchen wir dann relativ schnell das Ziel zu erreichen. Und im Grunde kann man die agilen Units ja, einmal sehen als technische Units, als Unternehmenseinheiten, als GmbHs, als Teams, als Person oder als Bots. Oder? Widersprichst du? Nein, definitiv. Das heißt, und was jetzt, um anzuknüpfen an hier systemisches Denken, entsteht ein System. Das kann vorübergehend sein, das kann länger sein. Auf jeden Fall, die Grenze wird aufrechterhalten, weil irgendwas entsteht, was ja, einen Mehrwert bringt. Und Jogi Löw würde sagen, die Mannschaft, die brauchen wir jetzt zum Beispiel für die WM. Also, was bedeutet das, wenn wir solche agilen, intelligenten, autonomen Units haben, denn eigentlich für Organisationen? Und jetzt übergebe ich an dich. Ja, vielen Dank, Klaus. Ich möchte, was Thorsten gerade erklärt hat, eigentlich jetzt nur noch einmal wiederholen, aber mit einem echten Beispiel unterlegen. Denn ich sag mal, als ich zusammen in den Vorstand kam, war dann CTO, habe ich das Bild wieder vorgetroffen, das Sie schon kennen. Ja, das kannst du lassen. Nee, also zurück, noch eins zurück. Okay, das, genau. Das heißt, Bild kennen wir alle aus unserer gemeinsamen Vergangenheit. Genau, das ist so haben wir unsere produzierenden Unternehmen organisiert und deswegen habe ich auch, das ist mein drittes Unternehmen, jetzt als Vorstand, finde ich immer die gleichen Architekturen und Strukturen vor. Und ich würde den Corporate Management Level heute, ich meine, darf mich da selbst beschuldigen, hier oben herrscht eine gewisse Entscheidungsinkompetenz. Die kommt aus einem bestimmten Grund raus, weil das, was Thorsten beschrieben hat, ist schon längst Realität. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Vor 10 Jahren, wir produzieren Ventile. Wir sind einer der Weltmarktführer für Ventile, die steuern Flüssigkeiten, regeln die durch alle möglichen Prozesse in Raffinerien, in der Chemieindustrie, also überall, wo Flüssigkeiten umhergepumpt werden, also so das Fundament der Wirtschaft, könnte man fast sagen. So, vor 10 Jahren haben wir 80% unseres Marktes mit Serienproduktion verdient. Und jetzt passiert etwas. Serienproduktion, Sie sehen dort diese einzelnen Ebenen, wenn wir auf MES und DCS gehen, das ist sehr sortiert, da gibt es eine Warenbeschaffung, dann geht es in die Produktion rein, dann gibt es ein Auslieferungsnetzwerk. Heute haben wir hatten gerade letztens die Analyse wieder gemacht, sind es 74% Spezial- und Sonderfertigung für die gleichen Prozesse wie vorher. Dort setzt sich natürlich ein Trend durch, der mit Digitalisierung hineinkommt. Das geht ja bis zum Konsumenten hin, dass dieser ganze Trend, dass jeder sein spezielles Produkt hat, seine persönlichen Befindlichkeiten, jeder will sich signifikant unterscheiden von anderen Wettbewerbern, führt immer zu komplexeren Produkten. Und das fällt natürlich durch bis zum Maschinenbau.
Und dieses Phänomen beobachten nicht nur wir, das beobachten im Prinzip alle deutschen Mittelständler, die irgendetwas mit Maschinenbau zu tun haben. Ich glaube auch unsere alte Company, nennen wir sie mal hier Bayer, sieht das gleiche Phänomen. Das heißt die Individualisierung der Produkte. Das heißt aber jetzt, wenn wir hier reinschauen, wir haben schon längst den Pfad an Komplexität erreicht, wo der einzelne Mensch, insbesondere der Vorstand, komplett entscheidungsinkompetent ist. Das äußert sich dann immer mit Anfragen, die hochkommen und ich sage immer, warum soll ich das entscheiden? Ja, weil es der Vorstand schon immer entschieden hat. Und dann merkt man, hier muss etwas geschehen, das heißt, hier muss man umbauen und deswegen beginnen sich eben diese Organisationseinheiten, um Tasks zu organisieren und reorganisieren dadurch die ganze Firma. Und das hat bestimmte Auswirkungen, sage ich einmal, auf die gesamte Führungsorganisation und das gesamte Unternehmen, wie es aufstellen muss und organisieren möchte, muss. Das heißt, wenn wir früher ganz klare disziplinarische Führungsketten hätten bis zum Vorstand, wenn wir diese fachlichen Führungsbereiche hatten, würde ich sagen, heute ist die einzigste Organisationsform, die wir noch in Unternehmen abbilden können, der Zukunft das soziale Netzwerk. Weil das hat auch in größeren Unternehmen, meistens über einen Fußballverein oder sonst wo, bis zum Vorstand durchfunktioniert und geht bis auf die Arbeitsebene, weil das wird die Form sein, wie die Menschen sich um die verschiedenen Tasks organisieren. Und ich werde auch gleich nochmal ein Beispiel dazu sagen. Das heißt, wir müssen im Sinne von Agilität, müssen wir diese klassische Führungsform komplett auflösen, damit die Menschen sich um Arbeitsaspekte und bestimmte Themen neu organisieren. Und wie weit seid ihr an der Stelle? Sag ich mal bedingt, das ist ein Prozess. Also ich sag mal was dazu, wenn du fragst, wie weit sind wir an der Stelle. Es hat viel mit Machtverlust zu tun. Also wir haben natürlich, wenn sie 100 Jahre Tradition haben im Maschinenbau und die arbeiten in Silos, die Menschen, und plötzlich kommt dieser Druck daraus, alles durchzuautomatisieren, und zum Thema künstliche Intelligenz kommen wir auch noch dazu. Und dann sollen sich die Mitarbeiter noch im Task selbst organisieren, haben sie mit den Führungskräften immer ein Thema. Machtverlust, Kontrollverlust und damit Identifikationsverlust. Das heißt, wir müssen die Menschen trainieren, coachen, damit sie ihren Erfolg nicht aus der Macht bekommen, sondern aus dem organisatorischen Erfolg. Und das kann in einem Maschinenbauunternehmen ein gewaltiger Akt sein, sage ich mal. Das ist wirklich ein Thema. Das heißt, wenn wir in diesen Ebenen, wie Sie jetzt das auf dem Slide hier auch sehen, auf diesen Ebenen werden wir komplett durchautomatisiert entlang der Wertschöpfungskette. Und da kommt noch, damit geht es am Ende auch an die Effizienz ran, und damit werden die Entscheidungsprozesse, und das werden wir gleich nochmal sehen, wenn die Pyramide kleiner wird, im Sinne, sie verliert an Höhe, werden wir auch die Führung automatisieren, die die Level verbinden. Und da kommen wir auch gleich zu dem Punkt, wie spielt eine künstliche Intelligenz eine Rolle, bis hin, dass wir sagen, der menschlichen Entscheider werden einmal weniger, weil ich systemisch praktisch Entscheidungen schon vorbehalte, beziehungsweise im System entscheiden lassen, und auch die Anzahl der Entscheider werden weniger. In jedem Level, in dem wir automatisieren, nehmen wir Arbeitsplätze weg, und in jeder Kette, die wir automatisieren, bringen wir Entscheidungskompetenz in das System hinein. Ein Beispiel ist wieder, wenn Sie so ein Produkt bauen aus 3800 Einzelteilen und Sie haben dann plötzlich für jeden Kundenauftrag ein unterschiedlich anderes Produkt, ist ein Mensch nicht mehr in der Lage, diese Supply Chain zu kontrollieren. Das zeigen unsere Simulationswerkzeuge. Das heißt, allein in der Logistik und in dem Supply Chain Management in so einem Unternehmen müssen wir Menschen rausnehmen aus der Entscheidung, weil ein Mensch da drin zu behalten, sorgt dafür, dass wir ineffizient werden. Das heißt, Risiko herausnehmen bedeutet, Menschen aus den Entscheidungsprozessen herauszunehmen. Ganz kurz, da war eine Frage, aber ganz kurz noch zur Ausführung. Das heißt aber, wenn wir, für uns ist künstliche Intelligenz keine Frage mehr, sondern es ist ein Muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben, weil wir müssen gezielt den Mensch herausnehmen, um Komplexität vom System managen zu lassen. Wollen wir auf die Frage eingehen? Die Architektur bleibt, dass wir diese Prozessebenen, da fühlt sich der Mensch ganz gut, weil sie brauchen irgendwie eine disziplinarische Führung und eine Vorgesetztenführung, aber wichtig ist, dass die Bereiche werden kleiner und sie werden weniger Menschen in diesen einzelnen Bereichen haben
Und sie werden aber trotzdem vernetzter sein. Da werde ich jetzt gleich nochmal drauf eingehen. Vielleicht noch ein Willst du noch? Thorsten. Ja, ich will auch noch. Man kann sicherlich im Begriff der Architektur streiten. Was mehr zum Ausdruck gebracht werden wollte, an dem war im Prinzip, man braucht weiter all die Entscheidungspunkte. Es hat sich nicht viel an den Entscheidungspunkten von der Produktion eines Produktes bis zur Auslieferung des Kunden geändert. Aber wer das übernimmt und macht, da sind Veränderungen drin. Und es gibt einen Erfahrungsvorteil, also ich verweise auf die Bildsprache, die ist bewusst so gewählt. In diesem Bild, die Stärke des blauen Pfeils und die Stärke des mittleren Pfeils, administrative Ebene und die Stärke des oberen Pfeils. Was verändert sich am meisten? Natürlich der mittlere Bereich und der obere Bereich. Aber unten ist ja ein immenser Erfahrungsschatz, 20 Jahre alt, wie ich automatisiere. Das heißt, für Leute, die sowieso schon immer automatisiert haben, die sind im Grunde in diesem Denken drin. Die obendran, auch die ganzen Administrativen, die haben tatsächlich die Aufgabe, eine Kulturveränderung in einem ganz anderen Maße vorzunehmen, als die, die eigentlich unten angebunden sind, in einem Produktionsunternehmen. Ja. Du sagst was insbesondere, jetzt müssen wir doch nochmal zurückgehen, im administrativen Bereich, wenn ich den gesamten Bereich über der Produktion, am Ende gibt es ja noch einen Kunde, da muss das Produkt hin. Und da kann ich Ihnen ein Beispiel nennen, weil wir das gerade auch abgebildet haben in ein halbintelligentes System. Früher sind im Maschinenbau, und das machen sie auch heute noch, gehen Verkäufer zum Kunden und evaluieren das Projekt, die entwickeln das. Das wird über Jahre zum Auftrag. Heute habe ich überall Produktgeneratoren, automatische Systeme, die diese Produkte entstehen lassen, konfigurieren und die verbinde ich dann mit meinem Unternehmenssystem. Das heißt, wenn wir hochrechnen, so eine Firma wie wir, jetzt ist keiner da, kann ich das sagen, wenn wir 1000 Leute heute in der Kundenbetreuung haben, mit dem klassischen Beratungsjob, wenn wir das System umgesetzt haben, dann brauche ich die in der Form nicht mehr. Das heißt, das ganze Thema Verwaltung, Administration, Supply Chain, Verschieben von Gütern in der Firma wird immer menschenunabhängiger. Da steckt ein bisschen auch drin, wenn Sie das mal, du sagtest ja, produzierende Unternehmen, wenn Sie das für Logistikunternehmen in Konsequenz durchrechnen, die keine wirklichen, die mehr Planungsgüter haben oder Versicherungsunternehmen, Banken, dann werden die Auswirkungen noch viel dramatischer sein. Vielleicht an der Stelle noch ein Zitat von einem Soziologen, den ihr alle kennt, Athanasios Karafilidis aus seiner Dissertation, genannt ATA. Das passt hier sehr gut, weil das Thema New Work mit der Abflachung der Hierarchie. Er schreibt irgendwo mit Bezug auf McKellogg, Heterarchie ist eine Form der Vernetzung von Operationen und Elementen, die sich bei operativer Schließung automatisch einstellt. Kann man mal in Ruhe drüber nachdenken. Das finde ich total passend. Stellt sich automatisch ein. Also nicht so irgendwie, dass das jetzt, wir wollen das flacher haben und so, sondern es ist eine Folge der Schließung, der Automatisierung der Schließung. Das System schließt sich und wir waren Zeuge von einer Schließung. Und das hat immense Folgen. Ein nächster Impact Auswirkung auf die Organisation wollten wir im folgenden Bild zeigen. Hier vielleicht eine kleine Geschichte. Was Sie auf der linken Seite sehen, würde ich mal sagen, so war die Forschung und Entwicklung bei Samsung organisiert noch vor 3 Jahren. Das heißt, es gab Abteilungen, die eine Abteilung hat Maschinenbau, also wirklich Stahlkonstruktion, die andere Elektrokonstruktion, die anderen haben Software gemacht. Jetzt sind wir, dass wir da auch im Zeitalter der Digitalisierung sind, die Innovationszyklen so kurz geworden. Früher habe ich für ein elektronisches Design 5 Jahre gebraucht, bis ich das in der Prozessindustrie marktreif hatte. Heute können Sie da von 1 bis 2 Jahren rechnen. Das ist ein Aspekt. Das heißt, der Markt ist extrem schnell geworden, auch der Entwicklung von Gütern. Und der dritte ist, man sagt ja, im Industrial Internet of Things Zeitalter hat jedes Gut ist im Internet drinnen. Das heißt, für uns als Maschinenbauer, jedes Bestandteil dieses Produktes muss kommunizieren mit dem Netz. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Maschinen. Das bedeutet, wir müssen das abbilden. Wir können nicht mehr in diesen Silos konstruieren. Das heißt, und das wiederholt letztlich das, was Thorsten Pötter gesagt hat, rechts nur ist zwischen die Linien dazwischen sind Aufgaben, und die Personen da drinnen, das können Sie Projektleiter nennen, das sind Menschen, die sortieren sich um eine Aufgabe. Und die Aufgabe heißt, entwickle ein neues Produkt, aber ich brauche für dieses Produkt aus der klassischen hierarchischen Organisation aus 8 verschiedenen Abteilungen Kompetenzen.
Das heißt, wir lösen sie nicht auf, wir fangen klassische Matrix-Organisationen zu leben, aber in einem globalen Produktionsverbund sind die Menschen in Netzwerken organisiert und man könnte sagen, die Linien sind Aufgaben und die herausragenden Persönlichkeiten und Köpfe da drinnen sind die, die die Fähigkeit besitzen, komplexe Aufgaben zu moderieren, zu koordinieren und zu bewältigen. Und du als Vorstandsmitglied bei Samsung bist jetzt verantwortlich, dieses Morgen relativ schnell zu erzeugen? Ja, für bestimmte Bereiche haben wir das schon umgesetzt. Und ein schönes Feedback ist, dass ich habe das gerade mit Überraschung erlebt, weil diese Woche der erste Prototyp gebaut wurde, dass wir vor einem halben Jahr angefangen haben mit diesem Prozess und auch agil entwickelt haben. Der deutsche Ingenieur schreibt ja erstmal die Anforderungen herunter, das dauert schon mal 2 bis 5 Jahre, da ist die Welt untergegangen im wissenschaftlichen Sinne, also das hat sich komplett verändert. Das heißt, wir haben das erste Mal ohne festgeschriebenes Anforderungsprofil entwickelt, geht aber nur in so einem Netzwerk, weil ich mich auf das Brain der Menschen verlasse. Das ist wieder etwas auf die Organisation, dieses Loslassen können als Abteilungsleiter, dass meine Mitarbeiter wissen ja sowieso, um was es geht, ich muss sie nur freilassen. Aber ich muss sie trotzdem einbinden in ein Netzwerk und das ist das, was wir üben und das sieht sehr erfolgreich aus. Und jetzt hat der Thorsten ja vorher angefangen, über künstliche Intelligenz und Bots zu sprechen. Das heißt, Samson sieht übermorgen denn so aus, wie der Thorsten das jetzt erzählt? Die Diskussion haben wir ja auch dank schon des Vortrages vorher gehabt, und was wir dann immer mehr sehen, und gerade in den Großunternehmen, dass wir immer mehr Funktionen haben, wo im Prinzip Algorithmen Funktionen übernimmt. Jetzt brauchen wir mal nicht das HR-Beispiel nehmen, aber wenn es zum Beispiel geht um die Lieferfähigkeit von Produkten und so weiter, all diese Dinge werden ja heute über viel algorithmet, ob es dann gleich KI ist, kann man immer streiten. Es gibt viele Elemente, wo wirklich immer mehr künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Das Spannende ist ja auch, wir hatten ja gesagt, wir fangen an in Netzwerken Tasks zu übernehmen, miteinander zu kommunizieren. Heute Morgen haben wir auch ein schönes Beispiel gehabt, wo im Prinzip telefoniert wird und das eine ist ein Chatbot und das andere ist ein realer Mensch, der unterwegs ist. Genau dieses Element erleben wir natürlich auch, wenn wir anfangen, Lösungen mit einmal zu schaffen, weil an vielen Stellen kriegen wir schon gar nicht mehr mit, dass das, wo wir kommunizieren, eigentlich gar kein Mensch mehr ist, sondern im Hintergrund läuft im Prinzip, sagen wir mal, ein Stück Software, was das macht. Und das ist im Prinzip etwas, was immer mehr ist und in der Betrachtung, Klaus hat es gerade gesagt, wir neigen dazu, ja übermorgen dran zu schreiben, weil fühlen wir uns wohl, beziehungsweise wir starten die Diskussion darüber. Wenn man dann einfach mal hinguckt und sagt, naja, gehen wir mal einen Schritt weiter gucken, eigentlich ist das ja schon heute. Ne? Genau, das hat ja im Grunde der Ole Wintermann heute Morgen erzählt. Ja. Nee, also hier sind Beispiele drin, wenn Sie sich das angucken, Sie werden so Bildsprache vielleicht erinnern, Aktienhandel in Frankfurt, wo früher die Leute rumgelaufen sind, wenn Sie das heute sehen, das sind im Prinzip noch ein paar Roboter und ein paar kontrollieren und die Einzigen, die noch da sind, ist, wenn das System vollkommen ausflippt, dass man es mal eben für 2 Stunden in Aktienhandel aussetzt. Ja, das ist komplett in dieses Stückchen übergewandelt. Und ähnliche Sachen, um ein Beispiel aus der Bayer-Produktion zu bringen, wo wir reingehen und anfangen, immer stärker ran, ist Qualitätskontrolle zum Beispiel, wo sehr viele Informationen aufgegriffen werden, die sehr mühsam zusammengetragen werden, immer nach selben Mechanismen laufen und am Ende des Tages dann eine Freigabe gemacht wird. Das macht man heute, müssen wir an vielen Stellen, komplett elektronisch, wird übernommen, wenn alles richtig gelaufen ist, dann wird nachher eigentlich nur noch geguckt, ist der Algorithmus richtig gelaufen und dann wird die Freigabe gemacht. Das eigentliche Inhalt, das in Produktion, die Produktion in Speck war, hat ein Algorithmus übernommen. Ja, und wenn wir uns von da aus dann weitergehen, hatten wir so ein bisschen gesagt, muss man sich natürlich auch Gedanken gemacht haben, wir haben nun heute schon viel gehört, was ist eigentlich dieses Thema Intelligenz? Was ist Intelligenz, genau. Was ist Intelligenz? Und vor allem, wo sitzt die Intelligenz? Man hat ja heute den Eindruck, ohne das geht gar nichts mehr. Das heißt, offensichtlich haben wir schon einen Teil unserer Intelligenz ausgelagert. Wer hat jetzt hier in Berlin das Handy noch nicht benutzt, um sich zu orientieren? Einer. Okay, super, einer. Also, wir brauchen das Instrument offensichtlich, weil es uns irgendeine intelligente Dienstleistung liefert. Und ja, wo ist die Intelligenz? Man kann ja auch sagen, es gab einen evolutionären Schritt, der irgendwann mal hier so ein kognitives System, genannt Neokortex, etwas ausgelagert hat. Sind wir jetzt dabei, hier sozusagen wie einen anderen Neokortex auszulagern? Könnte man so sehen. Also, Thorsten, wie ist das mit...
Also ich sehe das immer vielleicht mal an diesen beiden Vergleichen, die da unterwegs sind. Wenn man anguckt und anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich im Prinzip eine Lokalisierung, was sind die Lokalisierungsaspekte, die da sind. Das Mobile-Beispiel, was unterwegs ist, ist ja gefühlt im Prinzip etwas, es hilft uns gerade an der Stelle, wo wir sind und unterwegs sind. Wir würden das im Prinzip als ein sehr lokales Thema nehmen. Die Realität ist aber im Hintergrund, ist, eigentlich bin ich vernetzt mit irgendeiner Intelligenz im Hintergrund, die alles abwickelt und Zusatzinformationen einsammelt und reinbringt. Also brauche ich im Prinzip diese beiden Betrachtungsweisen. Und es kommt auch wieder zurück zu dem Element, was wir vorhin gesagt haben, wo ist eigentlich der Mensch unterwegs und wo ist die Maschine unterwegs. Und Thomas hatte es auch schon angedeutet, auch wenn das immer nicht gerne gehört wird, aber je mehr wir, ich sag mal, in Produktionsumfeld reingehen und unterwegs sind und wir sind im globalen Wettbewerb, brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, das muss also irgendwo auch Geld verdient werden und immer da, wo es möglich ist, den Menschen durch eine Maschine zu ersetzen, werden wir es tun. Zeigt die Geschichte. Was ist eine Maschine? Was ist eine Maschine? Also ist ja auch eine Weltbildgeschichte. Was ist eine Maschine? Also von meiner Betrachtungsweise eine Maschine, wenn man das mal nimmt, ich vermute, sehr viele werden an der Ecke drüber nachdenken, wenn man irgendein physikalisches Gut nimmt, es in eine Maschine bringt, irgendwie bewegt und verändert. Das wäre für mich im ersten Moment erstmal die reine Betrachtung, wenn wir so auf die berühmten industriellen Revolutionen gucken, das ist ja so das Sinnbild, dass wir Maschinen eingeführt haben, Arbeitsschritte und im Prinzip immer mehr händische Schritte, die sonst von Menschen gemacht werden, durch Maschinenarbeit. Das ist eine Dampfmaschine. Das ist eine Dampfmaschine oder sowas. Oder das ist ein Fließband, was da unterwegs ist. Ja, und von der Maschine kommt man irgendwo zum Automaten. Was ist denn dann ein Automat, Thomas? Ja, ein Automat ist im Prinzip die Maschine in die nächste Dimension gehoben. Wenn eine Maschine mehr Güter von A nach B bewegt, ist ein Automat, der schon komplexe Fertigungsschritte zusammenbaut. Das heißt, da entstehen komplexe Geometrien, da steht eine Interaktion mit anderen Maschinen. Man könnte auch sagen, vielleicht ist es die Übermenge, es sind mehrere Maschinenfunktionen zusammengepasst in einen automatisierten Ablauf. Und ich würde gerne ergänzen, wir lösen uns mit einem Automat auch von der Tatsache, dass wir ein physikalisches Gut haben, sondern wir sind mehr oder weniger bei Daten und Informationen. Immer wenn wir etwas nehmen und automatisiert verarbeiten können, einen Prozessauftrag, ein Order, der reingekommen ist, die durchgearbeitet werden kann, dann sind wir auch mit Automaten unterwegs, dann sind wir genau bei einem Stückchen Software. Der nächste Schritt in einem Automat, den wir sehen, ist dann im Prinzip die Plattform. Weil dann sind wir wieder hingegangen und haben gesagt, da hat jemand eine besondere Lösung, ein Stück Software angeboten, die er auf eine Plattform bringt, um es ganz vielen anzubieten. Häufig verlassen wir den Unternehmenskontext. Beispiel hatten wir auch schon gehört, Uber, Airbnb, Sie können sie, lange Liste von Plattformen. Da hat man sich also darauf spezialisiert, Automatismen sauber abbilden zu können. Und wenn man da dann drauf ist, ist der Weg zur künstlichen Intelligenz der nächste Schritt. Und den würdest du wie ziehen? Das wird man an der, wer hat Entscheidungshoheit oder wo geht der Schritt von der Plattform zur Intelligenz? Und damit verbunden eigentlich das nächste Slide. Ganz kurz noch nur zur künstlichen Intelligenz, weil das betrifft mich immer ein bisschen, weil immer sagen, wir wollen denen die Verantwortung nicht überlassen. Wir als Unternehmen wollen, dass die aktiv wird. Ich hatte es schon mal angedeutet, gerade in der Verteilung von Produkten und die Planung von Produktionsaufträgen, weil die Summe der Verfügbarkeit der Ausgangsmaterialien mit den Bedürfnissen der Kunden abzugleichen, wird immer komplexer. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, dass eine Intelligenz zu überlassen, die lernt aus der gesamten Firmenhistorie und entscheidet den optimalen Fertigungsablauf. Das heißt, eure Organisation entscheidet morgen, das ist dein Ziel als Samsung-Vorstand, dass solche künstliche Intelligenzen tatsächlich logistische Entscheidungen fällen, ja. Also Beschaffung, Auslieferung, ja. Alles. Komplette Vernetzung der Lieferanten mit den eigenen Produktionsanlagen bis hin zur Auslieferung zum Kunden und mit dem Ziel, nur dort überall, wo Menschen drin sitzen, machen die Fehler. Da kommt es zu Qualitätsproblemen und zu Zeitfehlern. Und über die soziale Verantwortung und was macht der Mensch und was macht die Arbeit, das kommt denn jetzt in unseren Statements vor. Genau. Das ist jetzt der letzte Teil. Wir haben eine ganze Menge Statements, wir haben 6 raus destilliert, würde Verfahrenstechniker sagen. Das erste ist, im Privaten adaptiert das jeder sofort, weil es bequem ist. Siehe. Nur in den Unternehmen lehnen wir uns dagegen auf. Und
in der öffentlichen Verwaltung. Soll ich weitermachen? Eine digitalisierte Welt erfordert eine Umdeutung, eine Umbedeutung von Arbeit. Das wird sich ändern, unser Verständnis von Arbeit. Es muss sich verändern. 3. Dort, wo berechenbare Situationen vorliegen, sind Maschinen die zuverlässigeren Partner. Innovation. Zukunft wird von Maschinen dominiert, auch im Kreativen. Wir sind uns nicht immer ganz einig. Ne? Wir müssen lernen, die Maschinen loszulassen. Unentschiedenheit ist keine Kompetenz versus Unentschiedenheit ist eine Kompetenz des Menschen, eine menschliche Kompetenz. Und jetzt sagen wir danke für eure Aufmerksamkeit unter diesen Bedingungen und können diskutieren. Danke. Applaus